Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 941 und stehen schon für die ersten Mod. Wir haben heute zwei Sahnestückchen vor uns noch. Eins steht da hinten, eins steht da hinten. Wir fangen auch mit zwei einfachen Sachen fürs Feld an, nämlich einmal schön mit einer Spritze hier. Da seht ihr schon die Details hier, die Anschlussgeschichten und sowas sehen sehr gut aus. Die hat die berühmten Metallteile, sehen metallisch aus, wie man so schön sagt. Na, auch die ganzen Anschlussgeschichten hier oben sind alle schön gesetzt. Ich falte das mal auseinander. Das ist nämlich eine schöne kleine Spritze. Die geht einmal links, einmal rechts auseinander und dann haben wir das Ganze auch schon. Ja, so würden wir sie dementsprechend dann in Aktion sehen. Ne? Also ich gehe hier nochmal extra lang. Texturenmäßig und sowas sind hier auch die Verbindungsschläuche. Ne? Da, wo es halt gefaltet war, ist natürlich jetzt der Bogen da. Dadurch, dass es halt von oben runter gesetzt worden war. Ne, hier auch, dass eine Federung dementsprechend da ist. Also wie gesagt, alles sehr schön gemacht. Sieht auch sehr gut aus. Ja, eine einfache, schöne kleine Spritze. Ich würde sagen, wir gucken uns die auch gleich mal im Shop an. Gehen ganz nach hinten durch. Das ist der ganze Spaß hier. Seht ihr, kann sowohl Pflanzenschutz wie auch Flüssigdünger versprühen. 11 km/h Arbeitsgeschwindigkeit, 400 Liter gehen rein. 12 Meter Arbeitsbreite hat sie. Und die Abdeckung, die ist einfach nur für die Welle, die ihr hier seht. Ne? Dass hier die Abdeckung drüber ist. Mehr ist es gar nicht. Ja, sieht aber wie gesagt sonst sehr gut aus. Ne? Also schöne, einfache, kleine Spritze. Ich steige hier nochmal ein, damit wir, falls wir mit anderen Geräten drum fahren, ne, dass es auch vernünftig hier zu klappen und zu falten ist. So, da seht ihr, wie das Ganze dann auch die Schlauchlänge braucht. Ne? Gut, wunderbar. Dann marschieren wir wieder weiter hier in die Ecke. Hier sehen wir dann nämlich doch ein schönes kleines Güllefass. Ja, herstellermäßig möchte ich mir auch mein Glück hier nicht versuchen. Wir sehen hier so einen schönen Schlauch mit da dran, noch mit der Hutze. Das, was metallisch aussehen soll, sieht so halbwegs metallisch aus. Wirkt von den Texturen her nicht unbedingt alles so super metallisch. Ne? Und hier kommt auch ein bisschen andere Farbe durch. Ja, also wie gesagt, aber es ist sonst soweit okay vom Grundgeschichte her, wenn man hier die Texturen von der Beschriftungsgeschichte und sowas ansieht. Das sieht sonst gut aus. Noch die Detailgeschichten hier, der Sicherungsstift und sowas. Das ist Bolzen. Das ist alles soweit okay. Es ist halt ein schönes, einfaches, kleines Güllefass. Auch das gucken wir uns einfach mal im Shop an. Gehen einfach mal nach hinten durch. Da sehen wir es. Ne? Versuche ich gar nicht erst. 3500 ist die Typenbezeichnung. Ja, wir sind bei 36 am Tag, 8 Meter Arbeitsbreite, 3.500 Liter gehen rein, 60 PS braucht es und wir sind bei Gärreste und bei Gülle, was dementsprechend rausgebracht werden kann und ist auch weiter nichts dran zu machen. Hier seht ihr schön, das Stützrad wird dann dementsprechend ausgefahren, wenn er dementsprechend dann selbstständig stehen soll. Ne? Ja, wie gesagt, das waren einfach nur zwei kleine Mods, nochmal mit sie mit reinzuwerfen in den Topf. Weil jetzt kommen wir erstmal zu den beiden Hauptsachen, da werden wir vielleicht auch eine Sekunde länger für brauchen. Wir fangen an mit einem schönen Steyr. In dem Fall ist es hier ein 8165 Turbo, wie ihr seht. Ne? Steyr-Matic steht dran, hier sieht noch schön die Dachwölbung, die alte, das Steyr-Schild noch. Rundumleuchten sind dran, man hat hier, ich habe hier so ziemlich alles das so rangeschmissen. Man hätte auch noch eine Spurverbreitung auf 250 haben können. Auch das wäre hier möglich gewesen. Wir haben hier Lämpchen dran, allen um und dran. Eine IC-Control, Frontladergeschichten. Das wird uns hier alles jetzt erstmal ein Momentchen beschäftigen, weil wir werden erstmal den Lichttest machen. Da sehen wir das schon in allen Stufen. Das hat schon mal hervorragend funktioniert. Die Rundumleuchten gehen und auch die Blinker-Varianten, sowohl links wie auch rechts haben wir hier mit am Start. Wir hüpfen eine Runde rein. Ja, sehen wir eine sehr schöne, klassische Armatur. Und wenn wir Licht so anmachen, passiert hier auch nicht sonderlich viel. Wenn ich den Motor anmache, haben wir eine Zeigerreaktion. Aber auch sonst passiert innen drin dann nicht sonderlich viel. So, IC-Control-mäßig seht ihr schon, wir haben hier die Türen am Start. Da sind sie schon gedrückt. Man sieht auch, wie der Hebel sich ganz leicht bewegt dabei. Ne, da habt ihr es gesehen. Tür mache ich jetzt wieder zu, weil wir natürlich gleich noch Probefahrt machen wollen. Wir haben hier natürlich dann die Fenster, die wir aufmachen können. Wir haben die Tür, ne, hier aufzumachen. Und wir haben da zusätzlich noch eine Fensteröffnung in der Tür. Also sehr schön gemacht. Hier auch nochmal eine Fensteröffnung. Die Tür insgesamt, die geht auch dann auf, wenn, ihr seht selber, wenn das Fenster aufsteht. Also es kombiniert sich alles auch. Wir haben hier hinten nochmal das Fenster aufzustellen. Sieht man schön mit der Hydraulikgeschichte. Wir können hier oben nochmal schön die Dachluke aufstellen, auch damit eine Hydraulikgeschichte. Also wir haben hier 5 Millionen kleine Knöpfchen zu drücken. Habe ich das jetzt auf oder zu? Ne, das war auf, so, sorry.
Wir gucken es mir jetzt mal von außen an, dann seht ihr das Ganze nämlich auch ein bisschen. Da seht ihr die Scheiben, wie sie nämlich alle aufstehen. Ne? Also sehr schön gemacht, kann man nicht anders sagen. Ich weiß gar nicht, die Frontscheibe, war die auch irgendwie aufzuklappen noch? Habe ich so nichts gesehen. Ne, die ist wohl soweit fest. Auch hier, wie gesagt, ne, mit der Steiersymbolik und sowas, da ist echt alles dran. Ne? Wenn wir uns das Ganze jetzt hier im Shop angucken, gehen wir einmal auf die mittelgroßen Traktoren, weil die Traktoren, die wir heute am Start haben, sind beide mittelgroß. Wir fangen an hier, das ist die Normalvariante, hat natürlich dann die Möglichkeit, die Felgen noch zu wählen. Wir könnten hier auch, ne, Kommunal oder das Forstorange dementsprechend draus machen. Wir haben neben Trelleborg noch Michelin und Nokia Mitas mit am Start. Und ne, hier seht ihr auch die verschiedensten Felgen und Arten und Größen und was auch immer. Anhängerkupplungen können wir setzen, den Schlittenpart, wir können Fronthydrauliken setzen. Ne, wir können also tatsächlich hier auch mal so ein bisschen was durchschalten, da gibt es ein paar mehr Möglichkeiten. Rundumleuchten auch links, rechts, vorne, hinten, beide vorne, beide hinten, also es gibt selten so viel Auswahlmöglichkeit. Ne, Motorausführung 135 PS für den 50er, der 65er mit 150 PS, das sind die beiden Stufen hier. Wir haben den Stoll-Alloy-Vorbau, wir haben den Hauer-Top-Pack, ne, Hauer-Top-Block und ne, die XV-Variante oder nichts. Also hier gibt es auch zig Möglichkeiten und wir können auch sagen vorne, ne, die Kotflügel, die wollen wir lieber nicht. Auch das wäre hier eindeutig möglich. Also das sieht schon mal alles sehr, sehr gut aus und sehr viele Möglichkeiten. Und selbst, ihr seht, wenn wir hier noch ein bisschen dran rumwurschteln und rumstellen, sind wir so bei 75.000. Das ist schon mal eigentlich ganz ordentlich, würde ich sagen. So, ja, so sieht er denn in Rot aus, mit allen Fenstern auf. Und ich würde sagen, wir drehen mit ihm einfach auch mal eine Runde. Bremslichter gehen. Rückfahrleuchten hat er jetzt in dem Fall jetzt hier so nicht. Stellen wir mal schön hier an der Seite ab. So. Und dann haben wir ihn soweit. Also wie gesagt, optisch auch so ein sehr schönes Gerät. Sehr schöner Traktor, kann man nichts anderes zu sagen. Na, auch wenn man sich die Frontgeschichte mit dem Steierschild so anguckt. Zeug fürs Räuspern. Sehr schöne Sache. So, dann kommen wir zum letzten Mod für heute. Und da kommen wir in die MB-Trakt-Geschichte. Ich habe jetzt hier in dem Fall einen 1800er Intercooler. Das ist die Baureihe 443, die wir jetzt hier stehen haben. Sieht sehr schön aus. Das ist eine der mehr bulligeren Varianten, sag ich mal so. Ich habe natürlich auch ein bisschen größere Bereifung. Frontanschlussgeschichten hier alles so gewählt. Da sieht er natürlich dann auch schön mächtig aus. Ne? So muss das auch sein. Ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal mit dem Shop an. Ihr habt ihn hier dementsprechend auch schon gesehen gehabt. Da ist der Grundpreis 72.910. Wir hätten jetzt hier auch die verschiedensten Farbtöne kriegen von den verschiedensten Varianten. Ne, ich hätte jetzt hier auch das Gelb draus machen können. Die Hauptfarbe auch mal das Gelb und die Designfarbe, das dunkle Grün, hätten wir das ein bisschen kontrastreicher gehabt. Wir können Trelleborg, Mitas, Kleber haben wir dann am Start als Reifenvariante. Und auch hier haben wir Breitreifen mit Radgewichte und alles, was da so zugehört. Bei den anderen, ne, Wredestein war auch noch mit am Start. Hier seht ihr noch ein bisschen größere Geschichten, andere Radkappen. Wir haben die Möglichkeit, die Spiegel umzusetzen. Da seht ihr selber Teleskopspiegel, extra Spiegelhalterung. Ne? Das ist also alles machbar. Wir haben die Luftfiltervariante auf niedrig, auf alt, auf hoch, auf kurz, auf was weiß ich was zu setzen. Auch da ziehe ich und eine Möglichkeit. Ich scroll mal ein bisschen runter. Die Fronthydraulik-Geschichten seht ihr selber, mit Schutz, ohne Schutz, alles zu setzen. Die Auspuffvarianten in verschiedenen, ne, VA-Stahl-Geschichten und alles, was wir so haben wollen. Frontlader jetzt auch hier, ne, ein Quicke Q39. Motorausführung fängt dann beim 1500er an. Das sehen wir hier auch schön draufstehen, ne? Seht ihr da ja die Bezeichnung. Wenn wir das dann durchgehen, ne, da seht ihr hier die Edelstahl-Variante. Dann seht ihr, die Haubenform vorne ändert sich dementsprechend auch. Als wir in den 1300er übergehen, 1300er Edelstahl, 14, 14 Edelstahl, 16, 16 Edel, 16 Intercooler, Intercooler ED und dann wären wir wieder von vorne. Da seht ihr selber, das ist also die bisschen wuchtige Variante. Da braucht man noch ein bisschen mehr Platz und wir gehen dann bis zu 240 PS hoch, was natürlich dann schon mal eine ordentliche Größe ist. Ne?
So, jetzt haben wir schon die ganze Technik von außen soweit hier gesehen. Also auch das sieht sehr gut aus. Wir hüpfen mal eine Runde rein. Auch hier die Standard-Lichtgeschichten, die funktionieren natürlich einwandfrei. Wir haben hier noch das schön leicht gelbliche Licht, was wir ja dann eh schon kennen. Wir haben jetzt hier die Blinkergeschichte. Da seht ihr vorne, hinten und auch auf der anderen Seite. Das funktioniert auch einwandfrei. Wir gehen rein, haben ein schönes Armaturenfeld. Wenn wir Licht anmachen, schön die altertümlichen, hätte ich was gesagt, die alten Hintergrundbeleuchtungen hier. Ne? Gefällt mir sehr gut. Wir haben auch hier eine IC-Control. Ihr seht selber, da wird das Fenster runtergekurbelt. Ne? Damit wird das Fenster, wird die Tür dementsprechend geöffnet. Also auch hier zwei Stufen in der Tür. Wir können hier auch wieder mal Fenster runterkurbeln. Da seht ihr, da ist die Grenze vom Fenster. Auch hier geht natürlich die Tür auf. Wir haben hier die Möglichkeit, noch die Armstützen runterzuklappen. Ne? Wir haben die Möglichkeit, hinten was aufzustellen, bis hin zum ganz aufstellen. Ne? Können das ja auch zur Seite schieben, je nachdem, was für Fenstergeschichten wir hier haben. Ne? Da seht ihr auch, das wird eingestellt. Wir haben hier 40 Varianten, das könnte. Ne, hier der Sonnenschutzpart sein. So kommen die wieder zu. Das wollten wir gar nicht. Das ist ganz zu. Ne, das ist aber in Stufen. Ne? Aber das ist jetzt die ganz auf Variante sozusagen. Das war die Fenstergeschichte. Das hatte ich bereits gezeigt. Wir gucken noch mal hier von außen. Ne, das ist jetzt hier die Dachluke dementsprechend. Die ist natürlich jetzt auch auf. Ne? Ihr seht hinten, die Fensterscheiben sind dementsprechend auf. Also das variiert dann. Dass hier mehrere Scheiben mit der Heckscheibe waren. Wir haben jetzt hier die Schiebescheibe drin. Das Ganze gibt es ja auch mit Aufstell, je nachdem, was für eine Variante das ist. Und dementsprechend waren da auch die Knöpfchen schon für da. So simpel ist es halt. Ne? Aber sonst, wie gesagt, tausend Möglichkeiten, was dran zu drehen. Ne? Auch das sehr schön gemacht. So, Fenster sind auf, frische Luft haben wir. Was wollen wir also mehr? Ich würde sagen, das, was wir mehr wollen, ist den Test von innen mit Motor an. Und da sehen wir nämlich auch schön, dass die ganzen Kontrollleuchten angehen. Einmal hier das Warnlicht, ne, bis es soweit ist. Und wenn wir dann Licht anmachen, dann sehen wir sehr schön gemacht. Achtet hier auf den Bereich hier vorne, wo mein Zeiger ist. Schön die Lichtstufen, auch mit der schönen Hintergrundbeleuchtung. Also sehr schön gemacht. Gefällt mir sehr gut. Alles andere bleibt so, wie es ist, wie ihr hier oben seht, was Licht angeht. Ne? Also sehr schönes Ding. So, jetzt machen wir mal die Außenansicht und ich würde sagen, wir müssen noch eine Runde drehen, ne? Ja, bei dem müssen wir ein bisschen gucken, wie schnell man in die Kurven geht. Wenigstens bei der Reifenkonfiguration hier. Bremsleuchten gehen, Rückfahrleuchten hat er in dem Sinne so nicht. Ne, ihr seht ja, Auspuffanlage, da wird schon gut was rausgeworfen. So, ich stelle jetzt mal hier so vorne schön aneinander. Und da haben wir die guten Stücke. Gehen ein Stück zurück und ja, da sehen wir das Gute schon. Ne? Das Ganze auf einmal sozusagen. Ja, und damit sind wir, ihr ahnt es bestimmt, richtig am Ende der ganzen Geschichte für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Sei nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.